Hallo und herzlich willkommen zur PGL Major Krakow Pick'em mit dem Link. Ja. Und bevor wir heute Pick'em starten, sage ich noch kurz was zu den Stickern, denn die sind einfach mal richtig geil. Ich würde fast sagen, die kommen an 2014 dran, wa? An den Dreamhack-Dingern. Kommen zumindest am nächsten dran. Die Holos haben halt echt coole Farben. Ja. Und was ganz neu ist, es gibt jetzt von den Spielerautogrammen goldene Versionen, die dann richtig teuer werden. Oder sind auch beide schon eingezogen, ne? Und ja, ich habe hier gerade ausgewählt den Innocent, den ich habe. Die sehen dann so aus. Effektiv gezogen habe ich mittlerweile verkauft. Ja, dann gibt's die ganz normalen. Und dann gibt's noch die Autogramm Foil und die Holo und die Foil bei den Teams. So, kommen wir zu Pick'em. Die ist genauso aufgebaut wie beim letzten Major, nämlich mit einem 3-0-Team, einem 0-3-Team und 7, die auf jeden Fall weiterkommen. Also die Gruppenphase überstehen. Wollen wir beide eine Kapsel aufmachen? Und nee, ich habe jetzt die Kapsel gibt's sowieso. Beim Fazit-Video gibt's großes Kapsel-Opening von, ja, mal sagen 20 oder 30 Stück. Und ja, dann womit fangen wir an? Mit den 7, die auf jeden Fall weiterkommen, oder mit irgendwas anderem? Ich würde sagen, wir fangen mit 3-0 an. Mit 3-0, okay. Wen hast du da im Ausblick? Ich würde sagen Astralis. Okay, du würdest sagen Astralis und da geht. Astralis ist fast eigentlich immer so safe gegen gegen kleinere Teams. Solange die nicht irgendwie Pech beim Auslosen haben, dass die irgendwie, keine Ahnung, gegen SK oder so spielen, glaube ich dann doch, dass die schon 3-0 gehen können. SK ist halt immer so, SK ist eigentlich der logische Pick hier. Ja. Aber irgendwie, ich weiß nicht, die haben auch gegen Space Soldiers jetzt bei Cologne verloren und irgendwie so gegen kleinere Teams sind die vielleicht öfter mal so ein bisschen am Wackeln. Ja, das ist richtig. Ja, Navi und G2 sind am Struggeln, die könnte man da nicht nehmen. Und North, von denen weiß man momentan nicht so gut, wie die sind. North ist auch nicht so gut momentan. Ja. Und der Rest, das sind, also dieses Major wird krass, denn das sind alles Wackelkandidaten und krasse, ja, ich will mal fast Newcomer sagen. Ja. Gut, Astralis nehme ich auf jeden Fall auch. Wobei sowohl SK und Astralis haben beide in dem ersten Match schlechte Gegner, sag ich jetzt mal. SK spielt gegen Penta und Astralis spielt gegen Immortals. Ja. Also ich nehme da auf jeden Fall Astralis. Zudem, ja. Ich weiß nicht, wenn Penta so spielt, wie die zum Beispiel gegen Liquid im Qualifier gespielt haben, das ist halt schon echt übel. Dann könnten die sogar vielleicht gegen SK, wenn sie einen guten Tag haben, gewinnen. Ja, tatsächlich. Und ja, außerdem will ich auch, dass Penta gewinnt, also hoffen wir mal, dass es gut ausgeht. So, 0-3-Team oder was? Ja, gut. Da gibt's doch nur einen einzig wahren Pick. Was? Ich finde, da gibt's drei mögliche. Und was ist dein wahrer Pick? Mein wahrer Pick ist Flipside. Dein wahrer Pick ist Flipside? Ja. Puh. Du glaubst nicht, dass... Keine Ahnung. Ich glaube sowohl, dass Vega als auch Penta, als auch Big bin ich mir so noch am unsichersten, aber Vega und Penta werden auf jeden Fall ein Game gewinnen. Immortals sowieso. Big, ja, ich weiß nicht, Big könnten vielleicht sogar die anderen 0-3er werden, aber ich weiß nicht, mal gucken. Was ist mit Gambit? Die werden auch eins holen. Gambit ist nicht schwach, die haben halt nur wenig gemacht in letzter Zeit, ne? Die haben nur wenig Turnier mitgemacht und deswegen nicht so im Fokus. Ich glaube, die sollten auch sogar 1-2 Wins holen können, vielleicht sogar weiterkommen, ich weiß nicht. Puh, schwierige Sache. Ich glaube aber, ich gehe mit Vega. Echt? Nee, Vega wird ein Game gewinnen. Safe. Ich meine, die haben sich zwar durchgesetzt im Offline-Qualifier. Vega wird ein Game gewinnen. Ja, das... Lehne ich jetzt mal ganz, ganz weit aus dem Fenster, Vega wird ein Game gewinnen. Ja, gehe ich mit. Ja, Virtus Pro ist auch, die könnten auch richtig reinkacken. Aber naja, mal gucken. 0-3, ja gut, ich gehe mit Vega. Ich setze Vega Squadron als 0-3-Team. Auch wenn es das offensichtlichste ist, aber keine Ahnung, ich nehme... Werden ein Game gewinnen. Ich nehme die einfach. Wen müssen die gegen... Die müssen ja erst nur gegen Virtus. Da haben wir doch schon den ersten Sieg für Vega. Ich weiß gar nicht, warum du die nimmst. Das ist kompletter Bullshit. Gegen wen muss denn Flipside im ersten Game? Gegen Fnatic. Ja, gut. Dann weiter.
So, 7 Teams, die auf jeden Fall weiterkommen. Oh, warte mal, Flipside muss gegen Fnatic. Scheiße, Flipside wird auch nicht 0-3 rausgehen, ey. Hm. Ach ja. Naja. Man sollte nicht in seinem Video schweigen. Auch wenn man gebaitet wurde, du Idiot. Okay, weiter zu 7 Teams, die auf jeden Fall weiterkommen. Ja, da habe ich gerade 5. 2, keine Ahnung. Nehmen wir erstmal am offensichtlichsten SK als erstes. Ja, SK. So, da haben wir schon mal Safe Pick. Und nehmen wir mal als zweitoffensichtliches Face. Nehmen wir mal Face. Gut, Face bin ich auch noch dabei, das steht fest. Als drittes würde ich fast sagen G2. Habe ich auch drin. Komm, G2 nehmen wir auch mit rein. So, jetzt wird es schon etwas schwieriger. Ich habe noch als vierten, meiner Meinung nach, relativ safe einen Pick Maus. Okay, du nimmst Maus, ich gehe mit North. Maus mega gut im Offline-Qualifier gewesen, jetzt ja. Bei Cologne auch 2-0 gestanden. Mhm. Und dann noch halt, keine Ahnung, 2-3 rausgeflogen, nicht weitergekommen, ich weiß nicht. Eigentlich waren die gut. Aus irgendeinem Grund haben sie dann dreimal gechoked, aber irgendwie, eigentlich waren die gut. Ja, aber Maus ist auch eher so ein Tier 2 jetzt da, ne? Ich weiß nicht. Maus ist so... Auch mit meinen... Maus mit, auch safe. Mit meinen... Oder nicht meinen, sondern... Ropes ist generell stark. Und ich glaube, der ist zum ersten Mal ein Major. Ich bin gespannt, der könnte so ein zweiter Simple von 2015 werden. 2016. Sorry. Und, naja. Als vierten Pick nehme ich jetzt aber erstmal North. North habe ich noch gar nicht drin. Als vierten Pick habe ich Maus und als fünften Pick, wo ich mir eigentlich auch ziemlich sicher bin, ist Cloud9. Okay. Cloud9. Eigentlich Cloud9 schon lange nicht mehr bei Major gewesen. Das letzte Mal Columbus, also vor anderthalb Jahren. Und ja, ich weiß nicht, die sind halt extrem stark momentan. Jetzt Cologne im Finale gewesen, Major Qualifier ganz gut ausgesehen. Shroud ist wieder in Form. Automatic und Siri sowieso. Skadoodle wieder richtig krass. Ja, warte. Du musst doch überlegen, wir haben jetzt noch hier unsere drei Legend-Teams. Ja, Navi, Fnatic und Virtus Pro. Das ist ja schön, dass wir die haben. Die werden nicht alle drei weiterkommen. Das weißt du nicht. Da bin ich mir ziemlich sicher. Echt? Da bin ich mir ziemlich unsicher. Ich bin mir ziemlich sicher, dass nicht alle drei von denen weiterkommen. Ich halte das sogar für mich, dass keiner von den dreien weiterkommt. Ist möglich, wäre aber richtig, war der richtige Katastrophe. Keine Ahnung. Ich weiß nicht. Ich glaube, Navi sehe ich davon sogar noch am safesten. Ich nehme als was safesten? Als safesten zum Weiterkommen. Bei ja, Virtus, ich habe auch Navi ich jetzt... Ich bin mir bei Virtus ziemlich sicher, dass die keine Legends mehr werden. Und dass sie sich dann, dass sie so ihre Karriere beenden dann. Okay. Ich habe jetzt als fünften Pick noch Navi genommen. Warte mal, so by the way, gerade wo wir bei Virtus sind, ne? Ja. Ich wollte auch das Fußballspiel von Virtus gegen SK. Fußballspiel. Keine Ahnung. Labert mal kurz ein bisschen, ich muss mal kurz... wen hast du denn jetzt als fünften gehabt hier, nach Maus? Cloud9. Cloud9, okay. Ja, Cloud9 auch stark, Big haben wir natürlich auch noch, aber... Na, ich weiß nicht, ob die mit Luck und Verstand im Major gekommen sind. Hm. Aber ich nehme Fnatic noch mit rein. Als auf jeden Fall, weil Fnatic... Ich kann mir Fnatic als Nicht-Legends nicht vorstellen. Das ist irgendwie lächerlich. Warte mal. Wie viel hast du? Ich hab noch zwei freie Plätze, habe ich jetzt. Ich habe jetzt noch einen. Ich werd Navi mit reinnehmen noch. Gut, Navi habe ich ja auch noch drin. Und jetzt der letzte Pick, das wird richtig schwierig. Noch so viele Teams übrig hier. Ey. Warte mal. Kurz Zusammenfassung. Wir haben beide SK, FaZe und G2. Ja. Maus und Cloud, nein. Hast du einen von den beiden drin? Nein. Kein von den beiden drin? Nein. Also Cloud9 sehe ich eigentlich sogar extrem safe. Ja, Cloud9 könnte... Ich glaube, ich nehme auch Cloud9. Aber Virtus Pro könnte sich auch wieder übelst durchsetzen. Hm. Also ich... Nee, Virtus wird's auf... Ich überlege gerade, ob ich Fnatic reinnehme. Glaube ich einen übelsten Upset nehmen. Lol, what the fuck? What ja. The fuck? Das ist ein Zeichen! Aber was für ein Zeichen? Bei Fnatic steht bei mir nicht Fnatic drunter, sondern Teamname. Okay, was ist das für ein Zeichen, dass die ein Team sind? Keine Ahnung. Wow. Vielleicht soll ich dieses Team namen. Egal. So, das war's dann mit dem Video. Gut, ja.
Penta, Flipside, Immortals, Big, Maus, Cloud9, Gambit und Virtus Pro. Wir haben halt, es ist halt echt zu, keine Ahnung, du hast halt die üblichen Teams, von denen du denkst, dass sie krass sein werden, aber das ist auch die ganzen anderen Teams, die halt krass sein können. Ja, aber Virtus Pro war im letzten Major im Finale. Die waren Zweiter. Ja, aber die können ja gar nichts mehr, die sind bei Cologne 0-3 rausgeflogen. Die hätten das Major fast gewonnen, wenn, was ist denn eigentlich? Das ist ja schön, dass die vor einem halben Jahr fast gewonnen hätten, die sind vor einer Woche 0-3 rausgeflogen. Ja, du hast recht. Ich mit der Flipside, nicht was. Ja, komm, ich nehme auch Cloud9. Ja, aber wen nehme ich denn jetzt als letztes? Nehme ich Fnatic, nehme ich North oder... Nehme ich Fnatic oder nehme ich North? Das ist so... Ach komm, ich nehme scheiß Fnatic, aber ich hoffe trotzdem, dass sie rausfliegen. Ja, man hat so seine Top-Teams, die man mag, und seine Hass-Teams, die man nicht leiden kann. Ne? Ich will einen hässlichen Scheiß-Dicker auch noch kaufen. Gut, dann gehen wir nochmal nur durch. 3-0-Team haben wir beide Astralis, 0-3-Team haben wir Flipside und Vega Squadron. Vega wird nicht 0-3 rausgehen. Als Maul. Dann haben wir 7 Teams, die auf jeden Fall weiterkommen. Zusammen SK, FaZe und G2. Dann als viertes. Zusammen SK, FaZe, G2, Navi und Cloud9. Ja, Navi und Cloud9. Das heißt, was wir unterschiedlich haben, ist glaube ich Maus und North. Ja, stimmt, Maus und North sind ja unser einziger Unterschied, richtig. Die Maus stärker als North, wenn ich ehrlich bin. Ja? Ich bin North Second Fan-mäßig. Also ich mag North sehr, aber die sind nicht gut momentan und Maus ist gut momentan. Ja. Deswegen, keine Ahnung, ich glaube, wenn die beiden aufeinandertreffen würden, wäre es so ein schönes 16-10 für Maus. Na gut, okay. Ja, dann sind wir soweit fertig. Das nächste Video kommt erst in einer Woche. Und... Nein. Ja, nein. Wann beginnt das Major? Am Sonntag. Nächsten Sonntag. Ja, aber wann beginnen die Playoffs? Am Freitag dann, oder? Keine Ahnung. Ich hab, keine Ahnung. Gut. Auf jeden Fall, ja, dann kommt das nächste Video halt... In anderthalb Wochen. In anderthalb Wochen, richtig. Ja. Dann geht's hierbei weiter. Haut rein, bis zum nächsten Video und, viel Spaß.